Hallo und herzlich willkommen hier zum achten äh, Türchen. Ich habe vorhin schon ein Video hochgeladen, circa von einer Stunde. Ich werde das jetzt auf jeden Fall gleich mal wieder löschen und werde es nochmal wieder richtig stellen, weil ich gerade eben noch eine Info bekommen habe, weil ich da irgendwie was ein bisschen halt auf jeden Fall äh, vertüttelt habe. Also es gab, also es gibt ja ähm, jetzt neue Infos bezüglich zwischen äh, den Clanking von Warside, vs Rebels. Und hier hatte ich dann gesagt, dass ich hier einen Angriff gab mit halt ähm, ja ein paar Hörnchen. Halt sicher, hier wurde auch die, die Gesamtzahl der Hörnchen gesagt. Ich glaube, die äh, glaube ich war auf jeden Fall, aber halt mehr. Und es gab auf jeden Fall äh, zwei Angriffe auf die Warside Main, also nicht nur einen Angriff. Ich hatte, ich glaube, ich von einem Angriff hatte ich berichtet, wo es äh, 500 Vollangriffe gab und äh, 1300. Hörner und ich glaube, die Machtpunkte äh, sind gesunken von ähm, äh, 4,5 Millionen. hier steht ja, ähm, in der Nacht von gestern zu heute war ein Allianzausflug von den Rebels auf die Main. Äh, Quellen sprechen von äh, 1100 bis 1500 Hörnern, je nach Zeitpunkt davon angeblich 3 bis 400 Vollangriffe. Machtpunkte sind auf 3 Millionen halt gesunken, teils auch durch äh, Rüstungswechsel, Abgänge und äh, so weiter halt Grüße halt äh, an diesen Herren hier. Und der Ehreverlust war von ca. Ähm, 100 Ehrenpunkten da. Und ich glaube, äh, ja, stimmt, hier hat auch nochmal, noch gestern irgendwie auch nochmal, mal halt, äh, beziehungsweise auch auch nochmal mit dem Screamer, hat auch nochmal davon geredet, aber Screamer jetzt nicht sicher, also könnt ihr euch... Ich werde wieder den Link dazu einfach ähm, wieder halt reinschicken ins... Äh, ins Video auf jeden Fall. Okay, und dazu habe ich äh, heute eine Nachricht bekommen. Deswegen, also ich muss es jetzt nur mal kurz mal. Ich hätte es auch einfach alles da lassen können, das andere wieder auch drauf lassen können, aber ja, scheiß halt drauf. Ich meine, wenn ich schon mal Langeweile habe, dann habe ich richtig Langeweile. Das darf ich auch im Winter. <laughs> ich nehme mich. Hallo, Cyrus Ich wurde auf dein YouTube-Video hingewiesen, in dem du über unseren Clankrieg berichtest. Ja, mache ich. Ich weiß nicht, äh, wo du deine Infos äh, von Seiten äh, Rapids her hast. Ja gut, ich weiß es, woher ich die habe. Aber entweder ist da äh, bei der Kommunikation zwischen dir und deiner Quelle etwas schief gelaufen Und die Infos falsch bei dir angekommen oder deine Quelle ist einfach nicht gut informiert. Ich würde einfach mal sagen, also ich habe da einfach einen Kommunikationsfehler gehabt zwischen uns beiden halt. Oder zwischen ihr. Es kann er oder, oder eine sie gewesen sein, ne? Oder ja er oder sie halt. Vielleicht hat sie mir auch einfach irgendwas Falsches erzählt. Ja sie. <laughs> Weiter geht's. Sowohl die Angaben im Forum als auch äh, deine Angaben, die von seitens der Rabbits weitergegeben hast, stimmen. Äh, warte mal. Sowohl die Angaben im Forum als auch deine Angaben, die du seitens der Rabbits weitergegeben hast, stimmen. Das kommt Ne, Stimme nicht, muss aber kommen wir hier. Es kommt da, dass es nicht ein Angriff, sondern äh, zwei Läufe gegeben hat. Scheint irgendwie untergegangen zu sein. Ja, das kann gut sein, dass es untergegangen ist. Ich hab doch irgendwie. Bin, äh, ich muss manchmal auch sagen, ich blick da manchmal nicht so ganz durch. Okay, warte, auf jeden Fall. Ähm, beim ersten Lauf waren es knapp 5 Millionen Machtpunkte Verluste, die von außen zu beobachten waren. Und ein k Ehre, die auf Seiten der Warside Main verloren wurde. Beim zweiten Lauf waren es um die 300. nee, äh, 3,5 Millionen 8 Punkte und äh ca. Ähm, 100 Ehre im Schnitt. Ja, es kann vielleicht sein, dass es halt äh, der Ja, das wäre, ja, denke ich mal, auch der Beitrag den halt im Forum. Gut, da habe ich den, den ersten wohl nicht gesehen oder so. Wurde nicht mit, keine Ahnung was. Ähm. Und dazu kommt, dass ein Spieler von Warside Main verlassen hat mit äh, ca. 860k Machtpunkten. Das führte dazu, dass die Warside Main in zwei Nächten von 71,5 Millionen auf äh, 62,5 Millionen Machtpunkte gefallen ist. Hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen und äh, die Fehler richtig äh, stellen. Mich äh, als Quelle bitte diskret behandeln. Und anonym halten. Danke. Da werde ich Sie gerne anonym halten. Es ist immer eine Sie oder ein Er. Er, sie, es. Okay, ähm. Ich denke mal, damit habe ich das mal eben kurz richtig gestellt. Also das hier war anscheinend auch äh, die Angabe von einem Angriff. Ah, uh, und auf jeden Fall sollten da, oder sind da halt, äh, so wie ich jetzt gerade nochmal von den Rabbits bekommen hat zwei gelaufen. Ich hoffe, ich konnte das damit jetzt richtig stellen. Also, wenn mich jetzt nochmal wieder jemand anschreibt, und ich nochmal wieder heute ein Video so darf, könnt ihr knicken. Könnt ihr knicken. <laughs> ich schneide jetzt das andere nochmal zusammen, wird das dann auf jeden Fall halt, äh, ja, ich lösche das andere auf jeden Fall. Und dann denke ich mal, hoffe ich mal, ist das damit jetzt geklärt. Ich sehe schon, so, so, irgendwie über, über Krieg oder irgendwie sowas auch im Spiel oder sowas zu berichten. Nur Ärger damit. Nur Ärger. Alles, auf jeden Fall alles okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay, dann geht's mal einfach mal weiter mit, mit den Türchenziehungen und so weiter halt und, ja. Oh. Wir sehen, ach nee, wir, wir sehen uns gar nicht morgen. Wir können uns höchstens morgen hören, wenn ihr wollt. Also für den ersten, für den sich heute das Türchen Nummer 8 öffnet, ist hier alles klar, ist der Dimitros. Der Dimitros äh, spielt bei Weißer Engel, ist Level 55. Moin Moin Türchen 8, hat sich für dich geöffnet, du erhältst ein Geschenkpaket LG Ziros. Oh, klicke mal dran. Dann bist du auf jeden Fall ein kleines Level. Dann schicke ich dir einfach mal... Ja, du es auch noch die Belagerungstürme auf jeden Fall haben. Gegenbekommen. Yay, Belagerungstürme! Auf zum nächsten. Wald, das Feld, der Hund, kurz! Der nächste ist Trommelwirbel. Ach nee, ich lasse ihn einfach mit dem Trommelwirbel. Der... Bremer But Buddhia? Der Bremer Butja ist bösartig, ist Level 70 schon und spielt bei Red. Calypso 50. Moin, moin, Türchen 8 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket LG Zeros. Wunderschön, alles direkt verschickt. Ja, so fahren. Weiter geht's. hat Der Winternat. Der Winternaht ist äh, König Level 70, Legenden Level 9 und spielt bei äh, Tokra-Brüder. Moin Moin, Türchen 8 hat sich für dich geöffnet. Du erhältst ein Geschenkpaket. LG geht Schicken und was haben wir hier denn? Feines, ja. Wenn noch Fahnen da sind, gibt es auch noch Fahnen. Okay, das war es auch schon von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Infos zum Beispiel habt, die gerne auch weitergeben und sagen mit Hey, du es ist ja alles schön und gut, das mit dem Klan kriegt, aber das ist falsch. Schreibt mich an. Ich äh, kann auch gerne die Infos halt anonym einfach weitergeben. Oder ihr schreibt einfach, sagt einfach nichts mehr dazu. Sei leise! Aber, aber bitte bitte nicht schreien. Ich bin manchmal ein bisschen sensibel. Ich weine immer ganz schnell. Ich <laughs> bin immer ganz schnell traurig. Okay, ähm, ich bedanke mich <laughs> immer ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne das Video bewerten. Auch gerne einen lustigen Kommentar da lassen. Und äh, wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Yay! Bis zum nächsten Mal sagt der Act. Hau, 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 Jingebats, Wolle!